Besonders im Bereich Branding, Storytelling war das ein super Workshop. Da haben wir uns sehr viel mitnehmen können, wie wir unsere Brand präsentieren. Außerdem Finanzen, Pitch-Workshop, das kann man immer brauchen. Vor allem als junge Marken kann man einfach immer was tun. Und deswegen war das Bootcamp einfach wieder viel Information in kurzer Zeit. Und das ist immer super. Also es ist eine total spannende Umgebung. Es sind ganz interessante Unternehmen dabei. Man kann wahnsinnig viel lernen. Jedes Mal wieder kommen auf Sachen drauf, die man bei den vorigen Iterationen eben nicht bedacht hat. Also das Tech2B Incubate ist für uns sehr wertvoll, weil wir einfach mit den Mentorinnen und Mentoren von Tech2B und den Menschen aus der Praxis, die wir durch Tech2B kennenlernen, einfach wertvolles Feedback sammeln können und somit einfach unser ganzes Businessmodell verbessern können. Jeder sieht Themen aus verschiedenen Perspektiven. Man lernt wieder neue Leute kennen. Die anderen Edison-Teilnehmer sind auch alles spannende Projekte, spannende Personen. Dann bin ich auch schon ganz gespannt, was jetzt in den nächsten paar Sessions dann noch passieren wird. Also gerade jetzt dann mit den Förderungen und auch mit der Finanzierung. Und im Austausch mit den anderen Bewerbern kommt man auf viele Dinge drauf, die einfach im eigenen Kämmerlein nicht so objektiv über sind. Und deswegen sind wir sehr dankbar, dass wir da sein dürfen. Sehr gute Kontakte, neue Menschen kennengelernt, die alle inspiriert sind und für eine Idee brennen. Das ist einmal sehr befriedigend, das zu sehen. Es werden da Themen behandelt, vor denen man wahrscheinlich oft eh davonläuft in der Startup-Phase. Und da stellt man sich den Themen und man kriegt da super Feedback. Also der Workshop, das Bootcamp ist auf alle Fälle eine tolle Möglichkeit, sein Projekt auf den Prüfstand zu stellen, sich selber Gedanken zu machen, wo will man hin, wo steht man und was ist noch zu tun. Manchmal, durch das, dass man sehr viel machen will, legt man sich da selber ein wenig an, wie weit man, glaube ich, schon ist. Und da ist ganz gut, wenn einmal die Kontrolle auch von außen kommt, auch in dem Entwicklungsschritt. Wir beherrschen unsere Technologie sehr gut, aber wir brauchen Unterstützung natürlich im Bereich Kunden, im Bereich Marke, im Bereich Marketing und so weiter. Und da können wir auf ein sehr starkes Netzwerk zurückgreifen. Ja, es hat sich wieder mal gezeigt, wie spannend es ist und welche Ideen da generiert werden in die Startups. Und es ist sehr bereichernd, in so einem Workshop zu sein und das einfach mitzubekommen, die Kreativität. Da ist natürlich das Inkubationsprogramm in Oberösterreich, glaube ich, eines, das seinesgleichen sucht. Und dementsprechend wärmste Empfehlung, wenn man gründen will, the place to be, Tech2B in dem Fall.